Guten Tag, mein Name ist Thomopoulos, Kostas Thomopoulos. Heute bin ich hier mit Fred Ferrer-Prettet. Wir wollen über eine Ausstellung sprechen mit dem Titel Weißt du noch? Und zwar eine Ausstellung von Andernacher Stadtkneipen aus den 70er Jahren. Hallo Fred. Hallo Kostas. Vielleicht stellst du dich erstmal selber vor. Ja, mein Name ist Fred Mikulajczyk. Ich bin echtes Andernacher Gewächs, aber weggezogen und wohne jetzt zwischen Nienburg und Hannover. Und ja, das ist so der aktuelle Stand. Und leite im Internet eine Facebook-Gruppe, die heißt Du bist Andernacher Wenn. Und die veranstaltet ja mit dir zusammen diese Ausstellung hier auch. Darf ich nach deinem Alter fragen ungefähr? Jahrgang 62. 62, das heißt, du bist ungefähr Anfang 50. Gut gerechnet. Fred, wie die Bilder, die hier ausgestellt werden, wie kamst du dazu? Sammelst du, hast du so eine Leidenschaft, Bilder zu sammeln oder speziell Andernacher Bilder, ältere, jüngere? Ist das so dein Hobby, dein Fibel? Ja, mittlerweile ja. Entstanden ist das über diese Facebook-Gruppe Du bist Andernacher Wenn, die zu der Zeit, wo wir das erste Mal die Idee hatten, eine Ausstellung zu machen, ungefähr 1000 Mitglieder hatte und genauso viele Bilder gepostet wurden. Wie viele Mitglieder hatten jetzt die Gruppe? Also wir haben jetzt, habe eben mal reingeguckt, aktuell 3.500 Mitglieder und über 5.000 Bilder, die gepostet sind, auch Videos und sonstige Sachen. Und darum geht es halt, dass die Andernacher ihre Stadt dokumentieren oder werden da auch Probleme besprochen? Was ist der Hintergrund dieser Gruppe? Also Schwerpunkt der Gruppe ist das alte Andernach. Man soll gerne Geschichten und Bilder erzählen aus der Jugend, aus dem alten Andernach, von Eltern, Opa und noch aktuelle Sachen, wenn sie denn so zur Gruppe passen. Es soll nicht politisch sein, es ist nicht kommerziell, sondern es geht einfach so um Andernach. Okay. Und dann hattest du diese Bilder bekommen. Du hast gesagt, aufgrund der Innenstadt Neubau hat es da irgendwelche Fotoserien gegeben. Ja, ich bin ja über die Jahre immer nach Andernach gekommen und habe gesehen, dass sich Andernach ja sehr verändert hat. Also weniger Kneipen, dann gab es eine Zeit lang nur noch Bäcker und Schuhgeschäfte. Und bin dann glücklicherweise über ein Gruppenmitglied in Besitz der Bilder gekommen und habe dann gemerkt, wie viele Kneipen es früher gab und wie wenig es heute gab. Und damit war so die Idee geboren, wenn wir eine Ausstellung machen, dass so das zum Beispiel der Schwerpunkt sein sollte. Mit den Kneipen. Wieso Andernach? Wieso immer wieder Andernach? Erklär mir das mal. Ja, weggezogene Andernacher hat mich alles gar nicht interessiert. Und dann mit dem zunehmenden Alter ist das Interesse sehr groß geworden. Was machen die Kollegen? Wie sieht es jetzt in Andernach aus? Und darüber ist das entstanden. So ist auch die Gruppe entstanden. Ich dachte mal, auch mach mal so eine Gruppe bei Facebook auf. Vielleicht findest du ja 20, 30 Andernacher, die auch weggezogen sind. Und dann kann man so ein bisschen in Kontakt untereinander treten. Da das denn jetzt so eine Riesennummer wurde, war gar nicht geplant. Weggezogen nach Andernach hört sich gut an. Also ich kenne das so, dass ihr hier mein Treffen hattet wegen der Ausstellung. Das hat irgendwie nicht geklappt und dann hatten wir Kontakt miteinander und dann hast du gesagt, wie wäre es denn, wenn wir es bei dir machen? Ja, ich war schon mal mit einem Gruppenmitglied, also mit Johannes Palm hatten wir schon mal eine Ausstellung geplant, die ist dann leider im Sande verlaufen, weil wir auch wenig Aktive hatten. Und ja, und dann habe ich dich schon mal gefragt und du warst ja an sich begeistert oder leicht zu begeistern und dann haben wir das so dann durchgezogen. Zum großen Freude von mir. Wir haben dann auch ein Video gemacht, wo die ganzen Bilder irgendwie im YouTube kann man das sehen, das ist auch sehr schön. Wenn man so die Geschichte, du hast gesagt, früher gab es ganz viele Kneipen, ich kann mir das schon gar nicht vorstellen, ich bin seit 81 hier, dann auch nur am Wochenende, da hat es dann etwas nachgelassen, hat es angefangen etwas nachzulassen. Wann ist irgendwie der Knick gekommen, wo sich die Rheinstraße nicht mehr gerentiert hat, wo sie weg war? Wann war das ungefähr? Bis wann war die Rheinstraße da? Also wenn du 80 gekommen bist, die Bilder sind alle so aus den 70er Jahren. Also in den 10 Jahren zwischen 1970 und 1980 ist es deutlich weniger geworden. Früher war ja die Rheinstraße so die pulsierende Leben, besonders am Wochenende.
und noch das Tor zur Stadt. Da ist man reingekommen, da waren Souvenirläden, Eisdielen, ganz viele Kneipen, Vatereien, Brauhaus und so weiter und so fort. Und das ist ja heute nicht mehr so. Da sieht man sehr deutlich zum Beispiel, wie wenig Kneipen es jetzt noch gibt. Also Nikoläuschen, wenn man reinkommt, dann sieht man ja rechts Nikoläuschen. Das hat ja früher ganz anders ausgesehen. Ne? Ja, das war mal schön. Ne? Ein Stück weiter, Vater Rheinschiff mit Anni und Gert. Ist jetzt auch so eine Kneipe, die nicht mehr ganz so schön ist. Denn Souvenirladen gibt es nicht mehr, Eisdiele. Und die ganze rechte und linke Seite waren ja Kneipen und Diskos und Tanzbars. Und das ist ja heute alles gar nicht mehr. Und geendet hat das oben, linke Seite mit Hähnchenklemm. Kann sich bestimmt jeder daran erinnern. Also die Ausstellung ist hier noch bis September zu sehen in der Taverne Olympos. Wir haben sogar ein Buch gemacht, extra für die Ausstellung. Ja, dieses Buch haben wir gemacht, damit die Leute nicht rumlaufen müssen und andere beim Essen stören, sondern das Buch geht über die Tische und da sind dann quasi die ausgestellten Bilder in groß zu sehen. Mhm. Ne? Darum. Das Buch, da sind immer Einzelstücke, da sind sehr starke Seiten, ist auch relativ teuer, ne? Ja, ist ja nicht zum Verkauf geplant gewesen, ist ein richtig gutes, gebundenes Buch, wo man auch über 60 Euro für oder ich über 60 Euro für vorgelegt habe. Und das ist geplant gewesen, wie über die Tische zu gehen, aber mittlerweile hast du ja schon 3 oder 4 Mal Leute gehabt, die es kaufen wollten. Also 4 Leute haben das Buch bestellt, weil die gesagt haben, das ist eine wunderbare Sache. Ich kann dir sagen, eine Frau hat beim Durchblättern des Buches hier angefangen, leise zu weinen. Das ist so Momente, wo man sagt, ja, die Ausstellung hat sich gelohnt. Ja, höre ich auch gerne, aber ob die Ausstellung sich gelohnt hat oder ob die gut gelaufen ist, wirst du ja sehr wahrscheinlich besser beurteilen können. Weil ich bin ja fern der Heimat und du hast es ja tagtäglich gesehen und schon mehrere Ausstellungen gehabt. Genau, war sehr schön. Fred, kannst du dir vorstellen, warum das mit dem Kneipensterben so voranschreitet? Das ist ja, wir haben ja im Vergleich zu 70er Jahren Otto kaum ein Drittel, ne? Noch weniger sogar. Richtig wissen tue es nicht. Also so ein großer Knackpunkt war ja die Promillegrenzen, wie die gesenkt worden sind. Ne? War ja, die waren ja, glaube ich, mal bei 1,2 und sind dann 0,8 und 0,5. Das war vielleicht ein Grund früher mal, aber warum es jetzt so wenig Kneipen gibt, kann ich auch nicht so richtig sagen. Ja, ich glaube, der letzte Nagel war die Geschichte mit dem Rauchen, ne? Dieses Nichtraucherschutzgesetz. Könnte sein, ja. Ich werde jetzt beispielhaft auf einige Kneipen eingehen, weil das war so interessant, das zeigt die Entwicklung ein bisschen. Du kennst bestimmt die Milchbar. Ja, Milchbar kenne ich noch ich kenne alle Kneipen, muss ich sagen, die ausgestellt wurden von außen, manche auch von innen. Milchbar kenne ich noch, war früher in der Bahnhofstraße und war, ja, ich war noch zu jung für, aber so die 14- bis 16-Jährigen war das so ein Innschuppen. Und für die Eltern war das ein verruchtes Jugendlokal. Die Milchbar. Ja, heute sieht das alles anders aus. Die Milchbar, die ist an der Bahnhofstraße, der ist heute so ein Telekom-Laden, ne, glaube ich. Richtig. Da war vorher mal, war noch ein Bistro drin und links daneben war der kleine Matuzzi. Ja, und jetzt ist sie wahrscheinlich, ich glaube, ein Telekom-Laden drin, ja. Und dann habe ich gerätselt über die Kneipe im Fass, im Künstlergässchen. Wo ist das, wo kann das liegen, wo kann es gelegen haben? Also im Fass gibt es jetzt auch nicht mehr, in der Kneipe war es schon drin. Ich habe ja mal Spielmannszug angehört, Schwarz-Blau Andernach, von hier mit Jojo Wolf. Und da haben wir immer geprobt. Und im Fass war, wenn man an der Sparkasse links geht, das Künstlergässchen und geht jetzt zur Stadthausgalerie. Da war die Straße eine Sackgasse und quasi die hintere Begrenzung war dann die Kneipe im Fass. Also wenn die Leute so jetzt heute an die Sparkasse vorbei Richtung Kerstin reingehen, da war früher halt zu und da war dieses Fass und da ist jetzt so ein schöner Platz. Genau so war das. Wo jetzt der Platz ist, war so die Kneipe. Da gibt es doch dieses Weinhaus zum Roten Ochsen. Da ist jetzt was drin? Mich nicht alles täuscht, ist da ein Optiker drin, ist am Marktplatz Ecke Marktgässchen, wo es zu Eschweilers hochging, Bäckerei, die es leider auch nicht mehr gibt. Und das kenne ich von außen noch als Weinkneipe, als besseres Lokal. Wenn man so ein bisschen weiter geht in die Straße rein, dann ist auf der linken Seite die Futzertraut. Ja, haben die anderen nachher so gesagt, das ist der Rheinecker Hof.
Und da haben wir auch ein Bild von, auch aus den 70ern, wo es das Lokal noch nicht verputzt ist. Ist heute der Stammbaum drin vom ehemaligen Stadtsoldatenprinz. Die Kinder sind da, glaube ich, die Tochter Thiel. Thiele. Ja. Über den Namen Futzertraut hast du auch eine Geschichte zu erzählen? Ja, das ist mal in der Gruppe erörtert worden, wo das herkam. Das hat wohl damit zu tun, dass die Schweine oder einen Schweinestall hatten. Wie viele Leute früher hatten die so ein bisschen selbst versorgt. Und wenn mich nicht alles täuscht, kommt das aus dieser Ecke, also dass die Schweine zu Hause hatten. Da gab es doch diese Stadtschenke am Marktplatz. Da ist jetzt Täglich und Diebels gewesen. Ja, wechselt ja alles ganz, ganz viel. Die einzige Kneipe oder Gaststätte, die noch im gleichen Besitz ist, in der gleichen Familie ist, muss man mal sagen, ist die Schlossschenke, ne, auf der Hochstraße. Alle anderen Kneipen gibt es nicht mehr oder haben ganz viele Wechsel gehabt. Und die Stadtschenke, da war ja Familie Heisbach drin, die kenne ich auch. Und da war ganz so verrucht und berühmt das Himmelreich, der erste Stock. Das war so ein Herrenclub. Und mehr, sehr wahrscheinlich. Und auf dem Balkon, wissen die Eltern noch, da sind früher die Prinzen proklamiert worden. Das war nicht auf dem Wagen unten, sondern auf dem Balkon der Stadtschenke. Ich habe die Stadtschenke deswegen erwähnt, weil da haben alle Leute gesagt beim Durchblick, da war ein Kino. Ja, da war die Stadtschenke. Links von der Stadtschenke war ein großes Kreuz mit dem Jesus dran und daneben das Kino. Und haben sich auch viele Leute drüber mokiert, je nachdem, was für ein Filmtitel gerade im Kino lief. Es lief einmal Der Bandit, stand oben groß, und rechts daneben, wenn man davor stand, war dann der Jesus am Kreuz. Wir hatten in Andernach früher tatsächlich 4 Kinos, ne? Also wir hatten die Apollo-Klause mit einer kleinen Kneipe neben vom Nelly. Dann hatten wir, wo Ruth Unsel drin war, die Schauburg, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, da haben wir jetzt ja auch ein Bild davon da. Dann hatten wir Capitol auf dem Markt, da war ja später Lidl oder nicht Lidl, Latscha und so Einkaufsmärkte drin. Und wir hatten das Stadttheater, was links von der Stadtschenke war. Auf Breite Straße war kein Kino. Das Apollo. Auf der Breite Straße. Okay. Und da gab es noch, an jeder Ecke war tatsächlich eine Kneipe, das war so. Also gefühlt war das so, also in der Südstadt und alle 3-4 Straßen war eine Kneipe. Früher, ich kann mich daran erinnern, als Kind, da waren viele Leute auch noch Wochenlöhner und dann gab es dann Freitagsgeld und die Leute sind dann zum Bierchen in der Kneipe. Ganz bekannte Kneipe für Wochenlöhner war die Flotte Theke in der Grabenstraße. Erzähl mal, da ist doch jetzt gegenüber von der Polizei, da ist jetzt ein Dönerladen drin und Shisha-Bar. Richtig. Und da war so die Flotte Theke und die war immer, weiß ich so, da sind immer ganz viele Leute hingegangen. Freitags war da immer voll, wenn die Lohntüte das erste Geld ist, dann in die Flotte Theke und sie wahrscheinlich in viele andere Kneipen gebracht worden. Da gab es auch diese Mauerstraße, ne? Da waren doch auch alles voller Kneipen, direkt neben der Rheinstraße. Ja, direkt nicht, da waren schon einige. Da gab es zum Bären, dann gab es ein Stück weiter Moulin Rouge, das war eine Bar. Denn in die andere Richtung gab es nicht so viel. Also Mauerstraße war jetzt nicht so, aber da gab es auch Kneipen. Die Welt hat sich geändert zum Positiven. Ja, weiß ich nicht, vielleicht. Also man hängt ja immer so den alten Erinnerungen nach. In der Vorstellung ist das Alte immer sehr schön. Und wenn ich die Bilder sehe, geht mir auch das Herz auf, muss man so sagen. Von daher kann ich es nicht definitiv sagen, ob es gefühlt ist schlechter geworden oder anders. Also ich kann sagen, viele Leute waren richtig, richtig begeistert von dem Buch, von den Bildern. Die haben gesagt, das ist eine schöne, richtig schöne Ausstellung. Ich danke dir auch dafür. Wir hatten doch gesprochen über das nächste Projekt mit dem Buch und der Geschichte. Ja, wir haben so einige Projekte. Ich gehe heute noch Bilder abfotografieren oder bekomme Bilder vom Burger Haus. Da gibt es ja sehr wenig drüber aus der Zeit, wo das noch Restauration war, also wo man da hingegangen ist, um Kaffee zu trinken oder ein Bierchen. Dann habe ich jetzt Bilder bekommen, auch wieder aus der Stadt bis zum Koblenzer Sportplatz, hier Koblenzer Straße, wo auch der Saalbau Gabel drin ist, wo ihr jetzt drin seid. Da gibt es auch sehr wenig Bilder drüber. Da würde ich mich freuen, wenn die Leute mir Bilder schicken oder gepostet werden. Und wir legen wieder einen neuen Kalender auf für 2016, wie wir das für 2015 auch schon gemacht haben. Und eine Idee war, die hatten wir auch zusammen mal besprochen, dass wenn Opa, Oma oder wer immer ein Bild hat, das Bild uns gibt mit einer kleinen Geschichte dazu, dass wir zu jedem Bild eine Geschichte mitdrucken oder miterzählen können und wollen vielleicht ein Büchelchen oder ein Buch daraus machen, so mit 30, 40, 50 Bildern und den Geschichten zum Bild. Also Geschichten aus Alt-Andernach mit jeweils einem Bild dazu,
wo man sagt, ach, war das früher schön. Ja, das muss nicht immer schön gewesen sein. Also das Wichtige ist, hat die eine Geschichte zum Bild. Das muss auch kein lustiges Bild sein, das kann auch aus der Kriegszeit sein. Aber man sollte Andernach drauf erkennen und es sollte mit Andernach was zu tun haben. Burgachhaus ist ja eigentlich eine traurige Geschichte nach dem Krieg. Ne? Ja, besonders weil es so historisch auch so eine, weil es so eine tolle historische Geschichte hat. Also es geht ja fängt ja vor dem Krieg an, dann in der Nachkriegszeit sind ja da, ist ja dann Massenmord passiert mit, wenn mich nicht alles täuscht, 8 oder 9 Toten und war ja dann lange Restauration und war ja immer auch zum Vatertag Treffpunkt und jetzt ist es einfach nicht mehr da. Schon schade. Ja. Also haben viele gesagt, man hätte es irgendwie in irgendeiner Art und Form erhalten sollen durch Vermietung oder. Aber jetzt ist es weg. Okay. Jetzt zum Vatertag geht man halt nach Aich, ne? Das weiß ich nicht, war ja nicht hier Vatertag. Ja, es gibt immer eine Alternative. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich hoffe, dass wir für diese Projekte dadurch den einen oder anderen Zugang haben über die Facebook-Gruppe. Du bist Andernach erwähnen. Die Richtlinie nochmal für die Leute, die unbedingt andere beschimpfen wollen? Ja, für die gibt es keine Richtlinie, die bleiben draußen. Konsequenz. Ja, leider hatten wir jetzt in letzter Zeit auch Leute, die andere beleidigt und beschimpft haben, sodass das jetzt leider eine geschlossene Gruppe ist, aber man hat jederzeit die Möglichkeit reinzukommen. Ja. Ne? Ein Fragen, der in der Gruppe ist, der kann einen mit anmelden und dann gibt noch der Administrator sein Ja dazu und dann ist man in der Gruppe und schwelgt in alten Erinnerungen und Kindheitserlebnissen. Bei Facebook vermehrt sich auch, es gehört nicht zum Thema, aber ich sage das einfach mal, weil die Unart, Profile zu klauen und dann Leute zu belästigen und Telefonnummern zu ergattern, das habe ich auch oft erlebt, dass halt jemand sagt, ich habe ein neues Profil, gib mir mal deine Telefonnummer. Ja, bei aller Schlechtigkeit oder bei allen Risiken, die Facebook bietet, ist es für mich als gut 450 Kilometer entfernt wohnender Andernacher die beste und eine sehr gute Möglichkeit, mit den Leuten in Kontakt zu bleiben. Also für mich hat es trotz der ganzen Nachteile nur Vorteile, muss ich einfach mal so sagen. Da kann man nur sagen. In Bezug zu der Gruppe. Kann man nur sagen, vielen Dank, Herr Zuckerberg. Nein. Es gibt aber noch für Leute, die nicht in Facebook sind, eine Homepage, die heißt www.du-bist-andernacher-.de oder 5470 Andernach, alte Postleitzahl. Da kann man auch Bildchen gucken. Leider ist diese Homepage schlecht gewartet. Da suche ich noch einen Administrator für, der da ein bisschen mehr Ordnung reinbringt. Okay. Wir haben auch ein kleines Video gemacht, haben wir gesagt, mit den Bildern und den Umschlägen. Das kommt jetzt auch im Anschluss. Ich danke dir sehr, Fred. Ja, gerne. Immer wieder. Made in Japan.
forget it. It's just a silly phase I'm going through. And just because people.